Herzlich willkommen zur letzten Folge von Ghost of Tsushima. Wir machen jetzt die letzten beiden Missionen mit Yuna und damit ist die Story abgeschlossen. Also die Hauptstory ist ja schon abgeschlossen, aber damit hätten wir dann auch die letzte Nebenstory abgeschlossen, die ja erst nach der Hauptstory frei wird. Was ist das? Eine Puppe. Voller Blut. Der schwarze Wolf versklavt Kinder. Ja. Und verkauft sie dann an die Mamushi-Brüder. Wo ist er? Sein Lager liegt an diesem Weg. Doch es wimmelt vor Mongolenwachen. Dann sterben sie mit ihm. Ich muss den schwarzen Wolf töten. Ich hatte die Chance. Vor langer Zeit. Doch ich konnte nicht. Ich kann dir helfen. Wir greifen frontal an. So weiß er, dass wir kommen. Er soll sich hilflos fühlen. Wie gelähmt. Das wird er. Und wenn wir fertig sind, fühlt auch Altern sich so. Hier lang. Gut. Kann man das ran? Ja. Ein Mongole. Wenn er uns sieht, warnt er den Rest. Überlass das mir. Das Lager des schwarzen Wolfs ist hinter den Bäumen an der Küste. Dann los. Mhm. Du kennst diesen Ort gut? Taka und ich kamen aus Yarikawa hierher. Ich dachte, hier finden wir Zuflucht. Ich lag falsch. Wir töten die Mongolenwachen. Isolieren den schwarzen Wolf. Er darf nicht entkommen. Mal gucken, ob der doch so geht. Der hat ja einen. Ne kum zum Tevla! Ne kum bitte nur hot! No Dara! Oh no Klotter Mund bei Starla! Einer nach dem anderen fällt. Zum der Havas nicht schirsen! Mit Bank Belenkic mit! Nugo Samurai chen nom zum Taiben! Sumo Horse Guste! Der Mund bei Hanoi! Oh!
Ich sehe den schwarzen Wolf. Der Feigling ist bestimmt geflohen. Er darf nicht entkommen. Halt, das Mongolenschiff dort. Da könnte er sein. Ah. Na denn. Wo ist er? Mongolenschreie werden ihn anlocken. Immer ich auch getan haben soll. Altan zwang mich. Ihr versklavt Kinder. Nein, ich... Und das schon seit 20 Jahren. Ihr nahmt mich und Taka gefangen. Verkauftet uns den Mamushi-Sklavenhof. Taka, er war mein Liebling. Doch soweit ich mich erinnere, brachtet ihr ihn zu mir. Ich wusste es nicht. Yuna, er gehört dir. Geht es dir gut? Verlassen wir dieses Boot. Verbrennen es. Altan wird es sehen und wissen, dass wir kommen. Er wird handeln müssen. Jin. Was der schwarze Wolf sagte, war die Wahrheit. Was heißt das? Ich traf ihn damals in Otsuna. Er bot mir Essen und eine Unterkunft. Ich fragte, ob Taka auch kommen könne. Er machte uns betrunken. Und dann? Taka weiß es nicht mehr. Aber ich... Ich war erstarrt. Ich hätte ihn töten können. Taka retten. Doch ich hatte zu viel Angst. Nicht deine Schuld. Dank dir wird er keinem Kind mehr wehtun. Ich brauche etwas Zeit. Ich gehe ins Gasthaus. Wir sehen uns dort. Okay, im Gasthaus wieder. So, haben wir das fast geschafft? Dann reiten wir mal zum Gasthaus. Aber auch das hat, was das Kind erlebt hat, dass man die Geschichte noch so aufteilt. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum man das nach der Story machen musste. Ich meine, das hätte ja auch vor der Story gut geklappt. Oh. Ein bisschen Zeit geritten.
Jedes Mal. Jedes Mal. Was ist? Altan weiß Bescheid. Das war seine Antwort. Er will ein Treffen in einem Lager an der Grenze zu Kushi. Das wird er büßen. Wir ziehen ihn zur Rechenschaft. Ihr habt nichts als Tod gebracht. Rache zu üben ist unsere Pflicht. Wir werden Altan dafür bluten lassen. Das ist die Pflicht eines Samurai. Yuna ist bloß eine Diebin. Und Diebe haben keine Ehre. Wir machen es wieder gut. Ich schwöre. Deine Versprechen sind genau wie du. Wertlos. Auf zu den Pferden. Ach, wenn ihr knistern hört, meine Katze vergeht sich gerade am Mülleimer. Weil ihm langweilig ist. Und es versucht dann natürlich irgendwie Krach zu machen, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Was in der Aufnahme immer ein bisschen schlecht ist. Oh. So. Steig auf dein Pferd. Dir passiert nichts. Du weißt, dass wir in eine Falle reiten. Ich weiß. Aber das schulde ich Ichi. Wir müssen uns auf Altan konzentrieren. Was immer zwischen euch passiert ist, darf nicht im Weg stehen. Du verstehst das nicht. Ichi war Sklavin auf dem Mamushi-Gehöft. Dort lernten wir uns kennen. Sie hat sich um mich und Taka gekümmert. Uns vor dem Schlimmsten beschützt. Dank ihr konnten wir entkommen. Das war ihre Entscheidung. Du schuldest ihr nichts. Das ist nicht alles. Wir schworen uns, gemeinsam zu fliehen. Gerade rannten wir noch alle. Und dann schrie Ichi plötzlich auf. Und ich rannte weiter. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich schulde ihr mein Leben. Du musstest fliehen. Ich habe gesehen, was diese Brüder für Männer waren. Wenn du gekämpft hättest, wärst du jetzt tot. Gehört fliehen zum Samurai-Kodex? Ihr wart Kinder. Manchmal kann man nur überleben, wenn man flieht. Das ist Vergangenheit. Du musst deine Schuld loslassen. Sie ist im Weg, wenn wir uns Altan stellen. Mir wird gar nichts im Weg stehen. So, das sind wir. Da ist es. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, wie viele Männer Altan dabei hat. Oder wo sich der Bastard versteckt. Okay. Töte die Mongolen. Jeden Einzelnen? Ah, ich glaube schon. Sehr schön. Was hat die denn gerade gemacht? Achso. So, wieder weg. Oi, und auch ich zu hart da. In Uchtste. Ja,
Ah. Samurai Gurt. Geil. Mitten im Flug. So, der Rest hat uns noch nicht gewittert. Alter, ich kann eure Leute den ganzen Tag töten. Das ist er. Alter. Mit noch mehr räudigen Hunden. Natürlich. Alter, empfangt das Urteil für eure Taten. Ihr wollt mich verurteilen? Ihr habt eure eigenen Leute ermordet. Die Mamushi-Brüder und der Schwarze Wolf waren Verräter. Ist das eure Ausrede? Euer Vorwand, zum mordenden Geist zu werden? Kein Wunder, dass dieser Ryuzo sich gegen euch wandte. Genug. Beenden wir das hier. Ja, sehr schön, mit dem Bossfight endet's. Herrlich, herrlich, herrlich. Mal gucken, was er drauf hat. Ist, um zu überleben. Und doch verachtet ihr andere, die dasselbe tun. Ich töte im Dienste des großen Friedens. Ihr tötet nur für euch selbst. Dort. Altan ist tot. Doch unser Volk weiß, was ihr den anderen antatet.
Jetzt fürchten sie, der Geist kommt auch zu ihnen. Gute Menschen haben nichts zu befürchten. Was glaubst du, Ichi? Sind wir Monster? Ich glaube, ihr habt getan, was nötig war. Leb wohl, Yuna. Nimm dir Ichis Worte nicht zu Herzen. Ich will nicht, dass unser Volk mich fürchtet. Du kannst nicht erwarten, dass jeder versteht, was du tust. Oder wieso? Nein. Aber habe ich die Grenze überschritten? Falls ja, stehen wir auf der richtigen Seite. So, mein Lieber, da hätten wir geschafft. Okay. So, mein Lieber. Wir sind ein gutes Team, nicht wahr? No. Definitiv. So, ich glaube, wir hätten alles. Ich guck mal nochmal. Aufzeichnung. Ne, keine Mission mehr vorhanden. Außer, ja, Geschenk, Alter. Gut. Das Einzige, was noch ist, sind die roten Mongolengebiete. Die mache ich aber mal alleine, separat schnell mal. Da renne ich einfach durch. Dann mache ich noch die Flaggendings zu Ende hier. Mit denen kann ich mir noch ein paar Geschichten anhören. Über die ganzen Banner. Ja, und das war's dann, glaube ich, auch. Mehr gibt's dann hier in Ghost of Tsushima nichts zu tun. Nun gut, meine Lieben. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Insgesamt danke ich euch natürlich für das gesamte Spiel mit anschauen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner anderen Spiele wieder. Und demnächst wird das sein noch Assassin's Creed Valhalla. Ich wollte eigentlich auch noch Watch Dogs Legion aufnehmen. Ich habe es auch schon angefangen, aber ich glaube, ja, weiß nicht. Ich glaube, so beliebt ist das Spiel jetzt nicht, dass sich das zum Aufnehmen lohnen würde. Daher werde ich dann bis zum 10. warten und dann Cyberpunk 2077 für euch aufnehmen. Und ja, wenn das klappt, gleich am Release-Tag wird dann auch die erste Folge hoffentlich kommen. Und ja, das wäre soweit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.